Es zählt zum zentralen Bereich, okay. Ja, dann doch gut zu wissen. Okay. So, Bugs kann dann schon mal hier rein. Oh, Bugs kann dann da rein, sagte ich. Ich will nochmal testen, ob... Nee, geht nicht wirklich so, wie ich es mir erhofft habe. Okay. Hunter ist echt nicht... Ah doch, kann er. Müsste das denn nicht eigentlich hochgehen? Oder müssen alle in die Richtung zeigen? Kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch sein, dass wir es alle hier aktivieren mussten, damit das hier geht. Ja, okay, der lockt das dann ein. Das war schon so gedacht. Halt! So, da ist egal, in welche Richtung wir es machen, wir sind eh zweimal. Zack, eingeloggt. Hier ist wieder Elmas Reich. Okay. Da hinten hatten wir noch eins, ne? Ja. Da müssen wir nur einen hier hin und dann. Haben wir eigentlich? Ah ne, hier oben ist glaube ich noch eins. Da oben müsste noch eins sein. Ja. Sehr gut. Dann ist die erste Marke schon unsere. Ah. Da oben landen die Marken also. Rettung des Druiden. Reisende, könntet ihr mir vielleicht helfen, wenn ihr einen Weg finden würdet, wie ich diesen Elefanten losbekommen könnte, wäre ich euch für immer sehr dankbar. Also Bugs kann ja definitiv hier rein. Los geht's! Vielleicht kommt Bugs hier raus? Ich weiß nicht. Ich dachte, Bugs könnte da sein. Ah ja. Dann halt nicht. Aber hier haben wir eine 10er. Ein 10er-Rad. Das ist immer sehr gut. Und das zählt immer noch zum zentralen Bereich. Okay, der zentrale Bereich, der ist jetzt sehr groß. Hier wollen wir ein bisschen drehen. Ah, ich glaube, wir machen hier schon mal so einen Weg. Glaube ich. Natürlich, eine Maus versucht, sie nah an den Elefanten heranzubringen. Okay. Okay.
Kann man denn nicht irgendwie die jagen oder so? Dann komm mal her, Maus. Die bleibt auch dort. Das check ich jetzt nicht. Das check ich jetzt nicht. Was hat das mit der Maus auf sich? Also hier können wir uns drehen. Okay, das ist später für die Maus. Och, Herr Elefant, gehen Sie doch bitte runter. Okay, das ist das Einzige, was wir nicht wirklich bewegen können. Alles andere konnten wir ziemlich gut bewegen. Und jetzt ist die Frage, wie können wir die Maus hier herbringen? Ah, stimmt! Ja klar, wir können die Maus erschrecken! Stimmt, wir jagen sie einfach. No, ja. Hier willst du nicht hin. Dienen die Mäuselöcher vielleicht als Checkpoint? Weiß es nicht. Guck mal den hier. Nein, falsche Richtung, mein Freund hier. Sehr gut. Du rennst doch jedes Mal dagegen, ne? So, Bugs, geht schon mal hier hoch. Gehen wir mal zu Tess. Okay. Tess dreht das Ding jetzt hier. Autsch! Ah, okay. Okay, das kriegen wir hin, Alles cool. Müssen die Maus nur richtig erschrecken. Genau, sehr schön. Warum auch immer der Elefant vor so einer kleinen Maus Angst haben sollte, aber hat er jetzt.
Ich meine, wir quälen eigentlich nur die Maus. Huch! Dankeschön! Ich glaube nicht wirklich, dass das so hilfreich war, aber... Ey, wir haben es geschafft. Ich hinterfrage es auch gar nicht erst. Gar nicht erst auf die Idee kommen, Fragen zu stellen. Das tut einem nicht gut. Okay. Danke für die Karotten. Und hier kommst du halt auch nur mit der Rolle rein. Ring and Roll Wettbewerb, roll los. Das war knapp. Aber nur weil ich die Tore die ganze Zeit verfehlt habe, ey. Und jetzt das. Ja! Ey, das ist echt mies. Aber es macht Spaß. Okay, wahrscheinlich werden wir uns... ...wenn wir uns in die Kiste nicht den Kopf anhauen. Jetzt wird uns das erst gesagt, wenn wir da sind. Nein! Bleibt das Muster denn gleich? Nein. Ach, ist das dein Ernst? Du tasmanischer Teufel. Hält ihr nein? Ich meine, wir haben zwar noch die Zeit, die ist auch nur begrenzt wegen dem Rollen. Ach komm! Das ist echt fies. Aber wir können uns dahin platzieren, wo wir wollen. Die Zeit läuft erst, wenn wir halt wirklich rollen. Ah! Ich werde nochmal machen. So. Gehen wir zum nächsten Raum. Yeah. Das Muster sollte gleich geblieben sein. Ja. Sehr gut. Okay, nur beim letzten ändert sich's halt wirklich. Ja! Sehr schön! Yeah! Yeah! Okay, das war's. Gut!